Wisst ihr noch, wie ich mich letztes Jahr richtig über diesen Katalog hier aufgeregt habe? Ja, und das hier ist der von diesem Jahr. Aber wirklich besser ist, das seht ihr in diesem Video. So, hier ist also der Katalog von 2022, der ist gültig von Januar 2022 bis Juli 2022, das steht unten in der Ecke. Und im Juli bekommen wir dann eben einen neuen Filmkatalog. Noch vorneweg gesagt, das Ganze ist meine eigene Meinung, ihr könnt eine andere haben. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Das Layout ist hier gleich geblieben wie beim letzten Katalog, diesmal gefällt es mir aber ein bisschen besser als beim dem von 2021. Und hier sehen wir einmal hier das moderne Wohnhaus mit einem neuen Zusatzset. Es wird dann auch sehen, es gibt noch mehr. Und dann hier James Bond sowie Asterix und Obelix. Und dieses Duck on Carl, was es auch immer darstellen soll, ich weiß es nicht und ich finde es wirklich nicht schön. Wir gehen auf die nächste Seite und hier sehen wir die ganzen Special Plus Sets. Ich finde es hier, da gibt es recht coole. Zum Beispiel wie dieser E-Roller oder die Weihnachtsbäckerei oder das Kind mit Monsterschreckchen, was kann man nicht genau lesen. Und hier haben wir auch noch die es schon im letzten Jahr gab. Das waren auch recht coole. Gehen wir weiter, hier haben wir das Inhaltsverzeichnis und hier haben wir halt einige Teile. Hier sehen wir Dino Rise, finde ich auch nicht die coolste Serie. Yuma habe ich mich beim letzten Katalog richtig darüber aufgeregt. Und hier haben wir noch ein Gewinnspiel. Das gab es schon mal vor, ich glaube, 3, 4 Jahren. Und ja, da kann man halt eins von diesen 4 Sets hier gewinnen. Und dann gehen wir mal auf die nächste Seite. Hier haben wir Playmobil 1, 2, 3. Ist auch nicht spannend für uns. Noch ein zweites. Hier haben wir nochmal 1, 2, 3. Und hier beginnt dann dieses Duck on Call. Und da geht es anscheinend darum, um Kinder-Playmobil-Figuren, die jetzt als. Also es sieht aus, als gibt es nur Erwachsene und die sperren hier sogar einen Erwachsenen ein. Also ich weiß nicht genau, um was es gehen soll. Aber ich finde es jetzt nicht so wirklich cool. Also es sind ja Fahrzeuge sehr komische. Dann gibt es noch diese Ente hier. Ich weiß nicht, ob das Kinder cool finden. Also ich finde es jetzt gar nicht cool. Wir schauen mal weiter, da gibt es noch mehr hier, so eine Feuerwache, auch wieder mit diesem Entenkopf da oben dran. Feuerwehrauto, das sieht schon etwas besser aus. Diese Fahrzeuge hier sehen eh immer ein bisschen besser aus. Hier gibt es so eine kleine Polizeiwache im Fahrzeug. Wenn es vielleicht nicht ganz so komisch wäre, würde ich vielleicht mehr Gefallen daran finden. Aber es ist auch nur von 3 bis 5 Jahren, also weiß ich jetzt nicht. Dann kommen wir weiter. Hier gibt es Country, das kennen wir halt alle schon. Das gab es auch schon im letzten Katalog. Das hier ist neu. Das gibt es dann Mitte Januar zu kaufen und. Ja, hier gibt es halt einmal diesen kleinen Pony-Pferdehof, hier so eine Kutsche. Hier gibt es auch so einen Mann, der filmt hier Pferde. Das gibt es einige Pferdesets. Die sehen für mich jetzt recht teuer aus, aber das sehen wir dann noch, wie es weitergeht. Diese zwei hatten wir auch schon. Hier unten gibt es aber einen neuen Traktor und so einen neuen kleinen Bauernhof. Das sind so kleine Zusatzsets, aber der kostet einfach 80 Euro und der hier 40. Das geht jetzt noch, aber 80 finde ich schon sehr teuer. Weiter, hier gibt es neue Figures, die Serie 22 und ja, hier unten gibt es dann neue Geschenksets. Ja, wenn ihr das ein bisschen genauer anschauen wollt, könnt ihr auf Pause drücken. Hier haben wir wieder die Schule und einen Schulbus, der ist neu, so einen amerikanischen und hat hier noch dieses Duopack vom ersten Schultag. Das ist richtig alt, es ist noch von 2005 oder 6 oder 7, weiß nicht genau, aber auf jeden Fall habe ich es erst gerade im Laden gesehen, habe mich gefragt, warum es sie wieder gibt. Wenn wir weiter, gibt es eben das moderne Wohnhaus. Gibt es anscheinend so kleine Sticker, die man da reinkleben, so kleine Tapeten. Finde ich ganz cool, weil da muss man sich nicht Bastelbögen kaufen und so. Oder halt einfach nicht diese hässlichen gelben Wände. Gibt es hier so einen Pool, da kann man so runterrutschen. Sieht ganz cool aus. Hoffen wir mal, das ist dann wirklich auch so richtig cool, wie sie aussieht. Aber das kostet einfach 60 Euro. Also ich finde es schon sehr, sehr teuer hier. Dann haben wir ein neues Wohnzimmer, so wie Großeltern mit Enkel und ein neues Jugendzimmer. Dann schauen wir weiter. Hier haben wir das Krankenhaus und die Kita Regenbogen. Kennen wir alle schon. Deshalb gehen wir eins weiter. So hier wie mit dem
romantischen Puppenhaus, das kennen wir auch schon, aber das ist nicht mehr das romantische Puppenhaus, wir nehmen noch bei dem romantischen Puppenhaus, das hier ist das große Puppenhaus und da gibt es ein neues mitten im Puppenhaus, es ist nicht wirklich neu, es ist einfach außen, hat es jetzt einfach eine blaue Farbe bekommen. Dann haben wir Princess, das gab es schon, soweit ich weiß, ja, und hier unten gibt es einfach ein neues kleines Zusatzset und ja, das gibt es dann ab März. Dann haben wir hier, gehen wir weiter, hier haben wir Ayuma. Finde ich gar nicht eine gute Serie, aber die gibt's immer noch. Also ich habe gehofft, die nehmen sie raus. Gibt's immer noch leider. Hier haben wir wieder Ayuma. Und dann gibt es hier wieder was Cooles. Und zwar, wir kommen in den tropischen Aquapark. Den gab's auch schon. Gehen wir also direkt weiter. Dann haben wir hier Starter Packs. Da gibt's einfach hier unten die neuen. Ja, ganz in Ordnung. Hier gibt es einen neuen Promo-Pack. Und zwar sind zwei neue Promo-Packs. Einmal hier eine Tierarztpraxis im Zoo. Und hier unten Meerjungfrauen und Spielboxen und Piratenabenteuer. Gehen wir weiter, haben wir eine neue limitierte Auflage. Und zwar ein Abenteuerbaumhaus mit Rutsche. Und hier unten gibt es die Figures Serie 21. Die gibt es auch erst seit, die gibt es auch seit 2022. Gehen wir weiter, hier haben wir Dino Rise, kennen wir schon. Und hier nochmal Dino Rise. Und hier haben wir Novelmore, das kennen wir auch schon. So, weiter nochmal Novelmore. Und hier haben wir die große Expedition, die zwei Sets. Die gab es auch schon im letzten Katalog, glaube ich. Das sind zwei limitierte Auflagensets. Und hier unten haben wir dann neue Playmate Figures. Da finde ich das Highlight einfach die Snowboarderin und so. Gehen wir weiter. Da haben wir die Polizeiwache. Die gibt es auch schon seit 2016. Finde ich, müsste man mal wieder was Neues rausbringen. Hier gibt es nochmal Polizei, gab es auch schon. Und hier gibt es zwei neue Rettungsfahrzeuge in Action. Und das finde ich ganz cool hier. Das ist so im amerikanischen Style. Und hier dann noch zwei Polizeifahrzeuge im deutschen Style, sag ich mal. Haben wir die Feuerwehr, die große Cargo-Welt, die Stuntshow, kennen wir auch alle schon. Und haben wir Asterix und Obelix. Das Ganze habe ich euch in einem anderen Video schon mal genauer gezeigt, als ich das in einem so 2021 Video, wo ich da gezeigt habe, was da wahrscheinlich kommen wird. Könnt ihr euch da gut anschauen oder könnt einfach hier auf Pause drücken. Haben wir Scooby-Doo, kennen wir schon. Und hier die Classic Cars. Da gibt es einmal den Mini Cooper hier, dann den Porsche 911 Carrera RS 2.7 und den Mercedes-Benz 300 SL. Dann haben wir die zwei Porsche-Sets und Volkswagen, die limitierte Auflage, diese ist schon weg. Und dann haben wir hier A-Team und James Bond und hier haben wir eine neue Serie und zwar Knight Rider. Und das kann man sich dann auch kaufen, finde ich ganz cool, aber ja, gehört halt einfach zu diesen Filmautos dazu. Dann haben wir hier immer noch Back to the Future und Quads on Tour, gibt es verschiedene Quads, finde ich ganz cool. Und hier haben wir neue Schlüsselanhänger. Und dann haben wir Star Trek. Und ja, das kennen wir halt auch schon. Und jetzt sind wir am Ende von diesem Katalog angekommen. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Katalog findet. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ich finde diesen Katalog halt nicht schön. Aber ja.